So, wehe, ich kann die jetzt nicht töten, dann. Mach ich aber auch sehen. Das funktioniert tatsächlich. Kranker Scheiß. Dann können mich jetzt hier irgendwo umsehen. Das ist alles, was ich machen muss. Mich verfluchen lassen. Ist ja easy. Hab ich jetzt Zeit. Wollen die sterben mit einem Schlag? Hast du irgendwas oder? Nee. Oh doch. Ach, Wanderfluch. Ja, brauche ich nicht mehr. Ich habe einen richtigen Fluch, das ist viel besser. Gut, könnte beim Bosskampf vielleicht schwierig werden, aber das gleiche ich mit Skill aus. Da hole ich einfach meinen bekannten Skill heraus. Und dann ist hier ganz schnell Schicht im Schacht. Also. Hier ist die Performance auch nicht so die beste, habe ich das Gefühl. Ey, Moment, wo ging das wieder hier runter, ne? Ja, hier. So, jetzt haben wir auch Zeit. Jetzt können wir mal kurz hier lang noch gehen. Und die geheimen Geheimnisse da hinten mitnehmen. Nämlich gar keine. Aber wir haben da noch die andere Seite. Mit ihren noch geheimeren Geheimnissen. Boah. Das ist jetzt gerade so nicht so die Position, wo du mich bitte mich angreifen können sollst. Tun. Ist irgendwie scheiße. Wie spawnen diese Geister überhaupt? Hm. Alles sehr sicher, was ich hier mache. Dies ist alles easy. Hinten liegt noch Zeug. Ich habe keine Ahnung. Da geht's nicht weiter. Da geht's noch weiter. Aha, nein. Gut. Hat sich gelohnt. Irgendwie muss man das Spiel hier an die Länge ziehen. So, wo war jetzt der richtige Weg? Da glaube ich. Ja. Kenne mich halt aus. Ich habe Orientierungssinn 1. Muss halt nur einen kritischen Erfolg würfeln, dann passt das schon. Alles gar kein Problem. Wie am Mittwoch. Gut, wir spielen in einem System, wo 1 die schlechteste ist, aber passt schon. Details. So, kann ich da überhaupt rüberspringen, frage ich mich gerade. Reicht das überhaupt aus? Hier nicht durch die Wand, ja? Man nicht so kommen. Hab hier gar keinen Anstand. Kann ich da überhaupt rüberspringen? Ich glaube, da gibt es noch einen anderen Weg. Ich gucke erstmal hier weiter. Bevor ich jetzt wieder in den Tod springe. Hey, das ist Vasen kaputt machen. Ja. Diesen Geistern gibt es aber nicht unendlich viel, oder? Nicht, dass die da einfach immer wieder neu gespawnt werden. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier alles? Ich bräuchte immer noch eine Karte. Metroid Prime, sag's euch, das ist. Wenn man eine Karte richtig macht.
hat echt eine gute Karte. Soll ich mal spielen? Nee. Hm? Da ist noch was. Seht euch doch nicht richtig. Hört mal auf, so durchsichtig zu sein. Oh. Ein unangenehmer Hügel. Alles gut. Das ist wie bei den alten Nintendo-Spielen. Wenn du springst, fällst du rein, aber wenn du einfach drüber läufst, ist alles gut. Ein großer Seele-Soldat, okay. Ich sehe nämlich auch immer gerne mit. So, jetzt kann ich einmal nach oben. Oder in diesen Turm gehen. Der Turm sieht irgendwie richtig aus. Also gehen wir erstmal hier hoch. Menschlichkeit, eigentlich. Wer braucht denn diese Scheiße? Oh. Komme ich da hin? Ja, komme ich hin. Alles klar, alles easy. Das ist doch gar kein Problem, nicht für mich. Seltener Ring der Opferung. Was macht der denn? Habe ich den schon mal gehabt? Ja, okay. Ich sammle den Müll einfach inzwischen nur noch. Passt schon. Also inzwischen nur noch. Ja, gut. Früher habe ich den nicht gesammelt, nee. Gibt es ja auch irgendwie einen nicht so extremen Weg nach unten? Ja, da komme ich nicht wieder hoch jetzt, ne? Ne, natürlich nicht. Das Geld ist unendlich, aber nicht Geister. Das ist nicht so unsinnig. Das ist völlig richtig. Ich sehe nichts, aber ich spiele einfach mal runter. Das ist natürlich völlig richtig. Unendlich Geister. Hätte ich da eben runterklettern können? Und hab's noch nicht gesehen? Ah ne, jetzt bin ich... Bin ich jetzt gelandet? Auf dem Dach bin ich. Das war jetzt einfach. Gib die mir einfach so. Brauche ich da dieses abgrundschneidende Ringding? So, jetzt soll ich da nämlich gerne auf was? Nein. Ah, Gegenstand kaufen. Wanderfluch. Fluchabwehr. Ist wieder keiner. Ist das dieser Schreitenring-Ding, den ich da schon mal gefunden habe? So, egal. Gut, dass ich das gesehen habe. Ich vermute, den Schlüssel brauche ich später sehr dringend. Vermutlich. Bin ich sehr elegant dran vorbeigelaufen. Bin ich da überhaupt dran vorbeigelaufen? Ja klar, ich bin einmal hier außen rumgelaufen. Weiß ich genau. Ich weiß, was ich getan habe. Ja, und dann bin ich da reingesprungen. Sehr gut. Was ist hier noch überhaupt so? War hier hinten schon? Was weiß ich? Antwort ist nein. Fluchbissring. Was für ein Ding? Ein Ring. Nee, halt. Und da bin ich jetzt. Guck mal.
Kann ich mir keine Pfeile hier auf den Boden malen? Was ist denn das schöne für ein Ding? Fluch. Steigt Fluchresistenz. Also. Ach nee, das ist kein Ring, den ich habe. Das ist so irgendwas. Oder so, keine Ahnung. Irgendwas zum Abgrundschreiten hatte ich auf jeden Fall schon mal irgendwann irgendwo irgendwie. Keine Ahnung, ob das damit gemeint ist, aber ich hab's auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall werde ich es vielleicht finden. Weiß ich immer noch nicht, ob man hier runterspringen kann, aber hier rüberspringen kann, aber ist auch nicht wichtig. So. Gut, dann waren wir da oben. Dann können wir jetzt das andere oben machen, diesen Turm. Und den gehen wir erst hoch oder erst runter? Gute Frage. Ich müsste ja im Prinzip, müsste ja nach unten, hieß es. Richtung bewegt sich nicht. Das mit den Schleusentoren war sehr wörtlich gemeint. Oh. Okay. Schleusen sollte man hier auch wieder zumachen. Die, ich kann nur drücken, nicht ziehen. Ja, jetzt funktioniert auch die Vorrichtung. Nur lass mich raten, damit kann ich jetzt nach unten fahren. Aber ich möchte dann erstmal nach oben gucken. Wenn ich nach unten fahren kann jetzt, dann gucken wir doch erstmal nach hier oben. Denn da haben wir doch bestimmt auch noch ganz tolles Zeug. Zum Beispiel das hier mit Kompositbogen. Bögen. Benutze ich so oft. Benutze ich äußerst oft, also puh. Aber wir hatten noch am Anfang von dem ganzen Gebiet noch einen, dann gehen wir da erstmal hin zurück. Was ist denn da jetzt der umständlichste Weg? Dann will ich diesen anderen Hebel dann nicht vergessen, wenn der jetzt funktioniert. Oh. Das war, wo war denn das? War das nicht hier schon gleich? Nee, das war noch ein Stück weiter vorne. Das war weiter vorne. Das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Weiter vorne. Weiter vorne, das weiß ich noch. Da hört es doch schon auf. Hm. Kommen Sie doch mal her. Danke. Geister sind ja nicht. Das ist. Nun. Wie plündere ich das jetzt? Gar nicht. Hier wird nicht geplündert, ich verstehe. Oh. Vorsichtig. Keine Ahnung, warum ich die jetzt noch gekillt habe, aber passt schon. So, wo war denn jetzt der Hebel hier? War doch irgendwo hier gleich, oder? Oder? Ich hasse das, wenn das nicht anvisiert. Die halten zum Glück alle nichts aus. Es wäre schlecht, wenn die was aushalten würden. Ist auch richtig schlecht. Wahrscheinlich ist das jetzt komplett unnötig extra viel sinnlos Weg, den ich gehe.
Aber das ist so generell. Ah nein, das funktioniert jetzt auch. Hm. Lass mich raten, ich hätte jetzt einfach da hinten runter gehen können, dann wäre ich auch da gelandet. Und hätte hier hochgehen können? Na, wahrscheinlich. Hm? Also. Das ist der Hebel für hier unten. Was ist das denn schon wieder? Okay. Ja. Kann ich jetzt nicht mitrechnen. Ich wollte jetzt eh hinten nochmal runter. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt hier runter oder hinten runter? Hm. Wie viel habe ich eigentlich noch von der Scheiße? Ich habe jetzt noch ein paar eingesammelt. Hell, das sind glaube ich, das waren die 5000, ne? Brauchen die 40.000, das sollte ich hinbekommen. Ja, komm, ballern wir alles mal durch. Ja, 20.000. Brauchen wir den Scheiß mal auf, wenn wir ihn schon gerade alle haben. Jetzt wird das aber hinhauen. So, das würde doch schon reichen, oder? War sogar ein bisschen zu viel schon. Ja, easy. Na, was übrig, um das Drachenzeug, Drachen. Um das außer so ein scheiß Gelump hier nochmal zu reparieren. Reparieren wir die Made auch. Ja. Wie repariert man eine Made? Der Fuch? Wie repariert man denn bitte schön eine Made? Hm? Ich bin verwirrt. Oder nehmen wir hier ein bisschen zu, da machen wir ein Pflasterchen drauf, dann füttern wir es ein bisschen und dann passt das schon. Ist doch Unsinn. Maden reparieren, also. Gut, ich möchte auch keine Made auf meinem Kopf tragen, ehrlich gesagt. Das ist. Kakerlaken sind mir schon ekelhaft genug. Die Kakerlaken in meiner Wohnung sind mir schon ekelhaft genug. Neulondo. Warum baut man hier eine Stadt so unterirdisch? Ich meine. Wer hat sich gedacht, ja, lass mal unterirdisch eine riesige Höhle in der Stadt bauen. Das macht doch keiner, der bei Verstand ist. Das ist halt schon ziemlich scheiße. Menschen sind nicht so super geeignet für das Leben unter der Erde. Also warum macht man so einen Scheiß? Wer denkt sich immer so einen Scheiß aus? Wenn ich irgendwann mal ein Rollenspiel programmiere, dann wird das ordentliche Städte haben. Und nicht irgendwie, ja, unterirdisch. Das macht doch kein Mensch. Oder ist das hier sowas wie das U-Bahn-System? Das ist das U-Bahn-System von Londo mal gewesen. Nur wo sind dann die Schienen, ist die Frage. Hm? Also. Ja, das schießt auf mich.